Hey Freunde, es ist soweit. Wir werden heute in die erste Bergetappe, erste Bergankunft der diesjährigen Tour de France hineinstarten. Und wir sind wirklich in einer ziemlich guten Ausgangssituation auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird auch das uns wahrscheinlich heute ziemlich viel fordern. Deswegen, ich bin super gespannt auf diese Etappe und ich denke ihr wahrscheinlich auch. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Meine erste richtige Bergankunft überhaupt, glaube ich, in Pro Cycling Manager 2022 zu spielen. Also, let's go. Es ist soweit. Le Planche des Belfis. Nein, eine sehr bekannte Ankunft und wir sind das erstmal in Gelb. Nicht mit Vlasov, sondern mit Schachmann. Übrigens jetzt ja auch Pollitt, der deutsche Straßenmeister. Wir haben eine gute Form bei Vlasov, nicht schlecht. Wir haben keine schlechte Form bei Schachmann. Wir werden heute wahrscheinlich ja ein bisschen Arbeit auch leisten müssen. Wir werden sagen, der Bennett heute kriegt keine Helfer, weil wir haben hier andere Prioritäten. Wir werden wahrscheinlich, was werden wir tun? Wir werden mit Pollitt Blasov beschützen. Das erste, genau. Und mit Meilen auf ganz entspannt ein bisschen Führungsarbeit erstmal machen. So. 62. Ich glaube, das wird so ungefähr die Richtung sein. 60 geht auch. 60. Genau. Wir haben zwei Auswasser, kommen die wahrscheinlich gleich zusammen. Treffen wir mit Pierre Roland. Alles klar. Galopin. Junges Nasen. Okay, wir haben hier auf jeden Fall Namen dabei. Jebuschenko. Ja, Galopin. Beispielsweise echt. Echt ein Name. Pierre Roland natürlich auch. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass. Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ich würde sagen, wir sehen uns wahrscheinlich gleich bei der Sprintwertung wieder. Wir versuchen uns mal wieder das Hinterrad von Caleb zu stoppen. Und das wird wahrscheinlich wieder kaum möglich. Diese Zwischensprints sind einfach echt zu bissig aus dieser Gruppe raus, aber ich meine, es gibt auch heute kaum Punkte überhaupt zu holen. Wir haben eine Ausreißergruppe von 13 Fahrern. Kann sein, dass wir mit Bennett nicht mal einen Punkt holen. Es wird sich gleich herausstellen. Wir gucken bei 0,7 so ungefähr. Da können wir losgehen. Und. Wir sind hinter Jun, aber das ist ja gar nicht mal so schlecht. Es gab wahrscheinlich einen Punkt, oder? Nein, wir, oh nein, Kukar war vor uns, habe ich nicht gesehen. Ich dachte echt, wir wären vor Kukar gewesen. Schade. Kann ich aber jetzt auch sagen, Sam Bennett für heute den Job getan. Und es geht weiter. Die Ausreißergruppe gewinnt schon ein bisschen an Vorsprung, aber ja, ich arbeite doch ein bisschen mit, das Ganze einzufangen. Auf Luzenko müssen wir wahrscheinlich ein wenig Acht geben. Der ist mit dabei. Im Gesamtklassement, in der Ausreißergruppe vorne und die kriegen echt hier einen leichten Vorsprung. Sam Bennett hat sich auch entschlossen mitzumachen, aber ich glaube, der könnte gerade eben mal eher ein bisschen Wasser holen. Da sehe ich ihn gerade eher. Und wir sind gleich hier am Berg, natürlich ein bisschen doof jetzt das Timing mit dem Wasser, aber ich glaube, das kriegt er noch hin. Ja, sieht so aus. Wir müssen gucken, also gerade schon viele Minuten, die diese Ausreißergruppe jetzt auf uns hat. Ja klar, wir sind halt im Klassement auf 1 und 2. Das heißt, wir müssen hier auch arbeiten, ne? Das war früher, glaube ich, auch nicht immer so. Da konnte man sich auch teilweise trotzdem relativ gut zurücklehnen. Aber nicht so in Pro Cycling Manager 2016 und so. Aber ja, wir holen, glaube ich, gerade ein bisschen auf, aber es sind nicht nur wir. Ich glaube, auch von Poppel kann ich da mal mit einspannen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf eine 68 mit beiden. Pollitt, ja, ist noch gut dabei. Fürs Erste. Da mache ich mir gerade noch keine Sorgen. Und dann bin ich kurz mal hinten gewesen. Vielleicht jetzt nochmal die Zeit, Wasser zu holen, damit wir auf jeden Fall auch nochmal über den letzten Berg rüberkommen ohne Probleme. Sicher ist sicher.
Und die 68er-Werte, die reichen irgendwie nicht aus, um wirklich auch mitzuarbeiten. Die haben auch vorne einen Vorsprung, das ist schon nicht schlecht. Also für sie, für uns vielleicht eher schon ein bisschen, aber die Ausreißer natürlich nicht. Ich habe eigentlich gedacht, mit einem 72er-Wert, da müssten wir eigentlich gut dabei sein, aber irgendwie scheint es doch mehr zu brauchen. Ich weiß nicht, da habe ich mich vielleicht noch ein bisschen verschätzt. Und jetzt müssen wir schon mal ein bisschen hier antizipieren. Was ist denn da passiert? Gaudü? Was für ein Grund auch immer. Ist vielleicht gestürzt, vielleicht ein Loch im Reifen. Ich habe es nicht mitbekommen. Vielleicht habt ihr das gesehen. Da kam vielleicht eine Nachricht. Ich habe es jedenfalls nicht mitbekommen. Wie viele Minuten hat der übrigens? Okay, 14 Minuten 22. Das ist quasi schon raus aus dem Klassement. So, hier unsere drei. Ja, Helfer sozusagen. Und ja, es geht gleich hier schon in den Aufstieg mit dem ganz kurzen Kopfsteinpflasterstück auch zu Ende. Was natürlich zum Beispiel auch ein Pogacar favorisiert. Und ich glaube, wir werden keinen Zug angehen in dieser Etappe. Wir haben nicht unbedingt das Team dafür. Da müssen wir jetzt eben schon eher UAE sein oder halt Ineos Grenadiers oder Jumbo Visma. Ich glaube nicht, dass es jetzt unsere Taktik sein wird, sondern eher wirklich mit Helfern zu arbeiten. Und Konrad hat einen niedrigeren gelben Balken als Pollet, interessanterweise. Aber genau, ich werde schon mal ein bisschen hochstellen, weil das hier schon mal ein bisschen ja. Genau. Und es geht jetzt in den Berg hoch und ich muss gucken, dass ich vor allem mit Vlasov hier eine bessere Position einfahre, als ich sie jetzt habe. Wir sind nicht so gut hier in den Berg reingeschaltet, wobei der jetzt erst langsam beginnt. Also noch ist hier Zeit, sich ein bisschen besser zu positionieren und dann plötzlich geht es ziemlich steil. In so ein paar 100 Metern. Jetzt sind wir deutlich besser positioniert. Oh Gott. Uah, jetzt diese Lags manchmal. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der die hat. Habe ich so am Rande mitbekommen. Und ja, Vlasov fährt sich hier gerade in eine ordentliche Position und meine ganzen Helfer sind hinter ihm. Das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Die UAE hat sich hier ordentlich positioniert. Ja. Lutsenko, ich denke mal, kein Problem. Ich werde vor allem hier auf Pogacar das Auge werfen, das ist klar. Das wird so ein bisschen unsere Richtschnur. Ich weiß nicht. Also ich hätte halt gerne dann, wenn Pollet halt nicht mehr kann, das dann mit Schachmann und Kemna und Konrad irgendwie Vlasov helfen, aber die sind halt schlecht positioniert. Lutsenko greift an in diesem Moment mit seinem 78er Werft, dass es nicht schlecht ist. Ich will da nicht drauf reagieren, so bin ich ehrlich. Also Lutsenko, ich glaube, der macht sich damit eher selber kaputt, als dass ihm das irgendwie was bringt. Und Pollet von Poppel war gerade kurz in einer anderen Gruppe. Ja, hallo, ich brauche Schachmann irgendwie. Das ist schon mal nicht so optimal. Ich hoffe, das klappt. Einigermaßen, dass Schachmann jetzt irgendwie nach vorne kommt oder so. Und wir sind hier ansonsten noch gut dabei. Pogacar, es fährt uns jetzt ein bisschen so davon. Da versuche ich uns. Oh, ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist sehr gut. Ich versuche jetzt mal hier eben relativ konstant meinen Schuh so ein bisschen durchzufahren. Vielleicht eben nicht mit Position halten, sondern eben so. 3,6 Kilometer. Es scheinen schon Lücken zu klaffen. Guck mal, wie UAE hier aufgestellt ist. Das ist unglaublich. Und Schachmann wird wahrscheinlich dann noch unser letzter Helfer sein. Das ist nicht optimal gelaufen, weil ich habe hier so einen Kemner beispielsweise, aber ich habe die nicht so wirklich utilisiert bekommen, genauso wie in Konrad. Da müsste ich vielleicht nochmal dran arbeiten, wie ich das vielleicht besser hinbekomme.
Vielleicht ist es doch der Zug, der besser funktioniert bei sowas. Oder weiter aufpassen. Ich muss hier aufpassen. Pogacar ist jetzt schon ein paar Radlängen vor mir. Es ist natürlich nicht optimal. Aber noch alles im gelben Bereich. Ziemlich buchstäblich, actually. Schachmann, natürlich mit dem gelben Trikot. Übrigens, ich muss mir das in meiner Nähe angucken, weil vielleicht wird das nämlich verlieren heute. Ich glaube, das ist gar nicht so wahrscheinlich. Schachmann im gelben Trikot. Wir sehen Blasov. Wir werden ja wahrscheinlich heute das mit Schachmann eben nicht schaffen, das gelbe Trikot zu verteidigen, aber hoffentlich eben mit Vlasov. Toni Galopin hat die Etappe übrigens gewonnen, Nylans dann Zimmermann bei Jungels und Roller. Und genau, dann kommt ihr eben schon diese große Gruppe, wo wir natürlich mit dabei sind. Und wie gesagt, Pogacar nach wie vor noch ein paar Radlängen vor uns. Und jetzt hat sich das hier so ein bisschen gesplittet. Wir haben Bardet vorne, wir haben McNulty, Hirsch, die Roglic, natürlich Alaphilippe auch, Bennett, Pogacar, Lutsenko und Enric Maas. Caruso beispielsweise ist noch hinten, Vingegaard, Martinez, Quintana, Yates, Uran, auch so die Bergfahrer, die Klassementfahrer, die da teilweise schon ein bisschen abhängen konnten. Und es ist gar nicht mehr so weit bis... Mal ein bisschen. Oh, jetzt bin ich hinter Lutsenko ein bisschen. Und jetzt macht Pogacar hier ein bisschen Stress. Ich komme gar nicht mal so durch. Problem. Oh, nein. Jetzt bitte Schachmann, dräng nicht Vlasov ab. Vlasov, wo kommt der Sprint plötzlich her? Aber. Ja, nicht schlecht. Immerhin, hinter Pogacar. Wir verlieren aber keine Zeit, das ist das Wichtige. Dass ich hinter Pogacar lande, war abzusehen. Das war auf jeden Fall abzusehen und nichts, was mich jetzt irgendwie besonders aus der Bahn wirft. Dass ich sogar hinter ihm Zweiter werde, vor Enric Maas, ist actually ziemlich gut. Dann Bardet, Roglic, Lutsenko, Schachmann, Alaphilippe. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich auch das gelbe Trikot behalten. Schätzungsweise. Wobei ich hier mit den Abständen nicht so ganz sicher bin, weil da könnte noch eine Überraschung auf uns zukommen. Ich habe es irgendwie so ein bisschen im Gefühl. Mal nicht mindestens ganz einmal mit dem 75er. Da muss ich auch manchmal ein bisschen mehr aufpassen, aber ja, wenn ich... Ja, das passiert mir irgendwie schnell. Ich weiß auch nicht, dass ich sowas so einfach vergesse. Wir gehen in die Ergebnisse rein und schauen uns an, wie die Zeiten sind. Wie gesagt, oh, Galopin wirklich mit Abstand gewonnen. Ja, GG. Stark gemacht. 8 Minuten 56 hinter Pogacar und haben wir wir haben eine Lücke. Aber hinter Schachmann erst glücklicherweise. Was heißt aber hier zum Beispiel Caruso? Ja, wobei Caruso war klar. Aber Alaphilippe und Hirschi, die eigentlich auch mit uns reingefahren sind, haben ein bisschen was verloren an Sekunden. Ja, ansonsten Magnus konnte jetzt noch aufgegeben. Krass. Und wir sind in der Gesamtwertung. Damit jetzt Erster mit Vlasov. Also tatsächlich ein Wechsel des Game Trikots und ich hatte recht, Maximilian Schachmann wird das nicht behalten, aber Vlasov bekommt es. Weil? Das muss ich jetzt aber irgendwie verstehen. Ach doch, weil hier doch eine... Ah, das habe ich übersehen. Ich hatte doch recht. Da gab es nochmal einen Split. Bardet, Roglic, Lutsenko, Schachmann. Hinter eben Pogacar, Vlasov und Maas. Okay. Alles klar, nur ein paar Sekunden, aber eben zum Glück Vlasov auf Platz 1 vor Pogacar. Ja. Da kommt noch ein fettes Zeitfahren unter anderem auf uns zu und auch noch sonst sehr viel, deswegen unwahrscheinlich, dass wir das wirklich komplett durchgängig noch behalten können, aber wir haben das gelbe Trikot von Schachmann an Vlasov abgegeben, damit bin ich ganz happy und wirklich sehr eng, die drei beieinander und dann erst Alaphilippe, eine Minute 10 da hinten. Dahinter dann Lutsenko, actually, auch ein bisschen überraschend. Enric Maas, Van der Poel noch mit am Start. Martinez, Roglic und Bardet komplettiert dann die Top 10. Pollet auch noch auf Platz 14, interessanterweise. Sam Bennett auf 34 ist auch nicht schlecht. Actually ziemlich bemerkenswert. Kemner der Letzte. Wir wissen, glaube ich, wieso. Sprintwertung, nicht viel getan. Bergwertung...
auch nicht viel, zumindest für uns. Galoprau ist eben jetzt Erster. Und Teamwertung sind wir jetzt hinter Total Energies, die, glaube ich, ja, mindestens zwei wahrscheinlich dann in der Ausrüstergruppe hatten, zwei Fahrer. Wenn nicht eben sogar drei, das könnte fast sogar der Fall sein. Ja, genau. Und damit würde ich sagen, geht es dann in der nächsten Etappe weiter, in dieser Hügeletappe. Dort könnten wir auf jeden Fall nochmal mit Vlasov und Schachmann angreifen. Ich habe Hoffnung, wir werden es sehen, wir lassen uns überraschen. Und bis dann, macht's gut und bye bye.